Die Zukunft der Kirche wird bestehen aus Menschen, die bereit waren, sich Gott zu öffnen und ihm zu erlauben, sie zu verändern. Meine Perspektive der Zukunft ist mit dem Heiligen Geist. Der Credo-Talk. Samstagmorgen am Fuße der Ulrich- und Afra-Basilika in Augsburg. Ich komme an in der modern eingerichteten barocken Scheune, dem Ulrichsstadel. Im ersten Stock startet die Veranstaltung schon mit Lobpreis in einer angenehm ruhigen, trockenen Akustik unter dem historischen Dachgestühl. Der junge Lobpreisleiter vom CVJM Augsburg spielt charismatische Klassiker, um auch die Silver Ager unter den Verantwortungsträgern abzuholen. Ich bin beim Tag zur Einheit. Das ist seit 2005 das jährliche Treffen eines Netzwerks von verschiedenen Verantwortlichen, und zwar von evangelisch-landeskirchlichen, katholisch-charismatischen und freikirchlichen Gruppen in Augsburg. Der fand dieses Jahr am 9. März statt. Die grob 50 anwesenden Verantwortungsträger sehen sich der Einheit der Kirche verpflichtet und treffen sich in diesem Jahr unter dem Motto Kirche der Zukunft im Barockstadel des ehemaligen Klosters Ulrich und Afra. Heute die Heimat der Freien Evangelischen Gemeinde Augsburg-Mitte. Mit dabei waren Dekan Bernhard Hesse aus Kempten und Pastor Andreas Neumann aus Augsburg. Mit ihnen werde ich mich später unterhalten und die Frage stellen, wie sieht die Kirche der Zukunft aus? Zuvor aber noch etwas Kontext aus der Veranstaltung Tag zur Einheit. Nach dem Lobpreis folgt ein Vortrag von Pfarrer Henning Dobers, seinem evangelischen Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung, GGE, was ungefähr das evangelische Pendant zur charismatischen Erneuerung einer katholischen Kirche ist. Sein Vortrag startet mit einem Bibelvers: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Nach Josua Kapitel 3, Vers 5. Pfarrer Dobers fährt damit fort mit vielen Zahlen und persönlichen Erfahrungen, die, gelinde gesagt, wenig ermutigenden, aber auch für viele bereits bekannten Entwicklungen der Kirchen in Deutschland zu illustrieren. Der zweite Teil seines Vortrags steht unter dem Leitgedanken, den Übergang gestalten, anstatt den Untergang zu verwalten. Und beim Begriff Übergang schwingt theologisch der Auszug aus Ägypten bzw. der Durchzug Israels durch den Jordan in das gelobte Land mit und damit der Einstiegsvers aus Josua 3,5. Und das folgen die positiven Optionen bzw. das, was es zu stärken und wo es ermutigendes Kommen zu sehen gilt. An dieser Stelle sei nur einer der angeführten Gedanken genannt. Anhand eines botanischen Bildes, und das wird auch per PowerPoint-Präsentation an die Leinwand geworfen, zeigt Dobers den Kontrast zwischen einer klimaanfälligen Fichtenmonokultur und einem natürlich gewachsenen europäischen Mischwald. Also zum Beispiel nach dem Orkan Lothar oder Kyrill sahen in Deutschland viele unserer forstwirtschaftlichen Fichtenplantagen aus wie hingeworfene Streichhölzchen, während die über viele Jahrzehnte gewachsenen Mischwälder den Orkan wesentlich besser überstanden haben oder überstanden haben sollen. Ich habe es nicht nachgeprüft. Jedenfalls übertragen heißt es, dass kleinere Gemeinschaften und Gemeinden wesentlich anpassungsfähiger und flexibler auf Bedürfnisse bzw. auf die Stürme unserer Zeit reagieren können. Dagegen großkirchlich durchorganisierte Gemeinden mit jahrgangsweise Sakramentenpastoral wie Erstkommunion und Firmung sich wesentlich schwerer tun, hier auf Einzelne einzugehen oder auch den Rückgang merken. Alles in allem ein Plädoyer für eine weitere Diversifizierung kirchlichen Lebens. Zum Schluss greift er den Bibelvers aus Josua 3,5 wieder auf, um herauszustreichen, dass in der Kirchengeschichte schon mancher erwartete Untergang nicht stattgefunden hat und stattdessen ein wundersames, geistgewirktes Aufblühen der Kirche stattgefunden hat. Voraussetzungen waren allerdings der Mut und der Glaube, durch den noch fließenden Jordan zu ziehen, der sich dann laut der Wundergeschichte analog zum Auszugswunder am Roten Meer wie eine Mauer aufgestellt hat. Das Volk Gottes konnte trockenen Fußes ins gelobte Land ziehen.
Soweit einige wesentliche Impulse vom Tag zur Einheit. Jetzt aber zu meinem Gespräch mit Dekan Bernhard Hesse und Pastor Andreas Neumann. Andreas Neumann, du bist Pastor der Freikirchlichen Archegemeinde in Augsburg und bist Mitorganisator des Tages zur Einheit. Seit wann gibt es den Tag zur Einheit und was ist so der Zweck vom Tag zur Einheit? Also den Tag zur Einheit dürfte es so seit 2005 geben, vielleicht ein bisschen später. Und die Intention war, alle die Menschen, Verantwortlichen zusammenzubringen, die sich für Einheit stark machen, die sich bewusst das auf die Fahne geschrieben haben. Wie kann ich Einheit unter Christen fördern, leben? Herr Pfarrer Hesse, wir schauen auf einen schönen Tag zur Einheit zurück. In welcher Funktion waren Sie dabei und warum sind Sie hergekommen? Zunächst mal komme ich in der Funktion als bischöflicher Beauftragter für die charismatische Erneuerung in der Diözese Augsburg. Und da waren wir immer mit diesen Augsburger Netzwerken verbunden, schon aus der Tradition von Pater Held, der mein Vorgänger ja war in dieser Aufgabe. Und da diese Netzwerke lauter Leute sind, die eben vor Ort hier in Augsburg sehr stark ihren christlichen Glauben überzeugend leben, auch durchaus in einem breiten Umfeld, charismatisch, manche sind mehr freikirchlich, manche mehr landeskirchlich, evangelisch oder die Fokularbewegung, die hier stark dabei ist, ist es ein sehr spannendes Umfeld, wo man sich einmal im Jahr im Wesentlichen oder wir treffen uns in der Leitergruppe vielleicht nochmal im Jahr dann begegnen kann. Jetzt war das Thema heute Kirche der Zukunft. Wie ist deine Perspektive auf die Kirche der Zukunft? Also meine Perspektive der Zukunft ist mit dem Heiligen Geist. Ich bin selbst aus einer Pfingstkirche und ich weiß, ohne die Kraft des Wehen des Heiligen Geistes wird sich Kirche nicht erneuern lassen und werden wir in Strukturen hängen bleiben, bleibt es in manchen Dingen eine Institution und trotzdem, dass der Glaube lebendig bleibt, dass der Glaube eine Herzenssache ist, dass der Glaube, also wir darum andere begeistert, braucht es die Begeisterung, den Geist Gottes in uns, dass wir dann eben wissen, okay, aus seiner Kraft, aus seiner Liebe heraus, aus seinem Blickwinkel, die Hoffnung, die wir brauchen, in einer düster werdenden Welt vielleicht, dass wir merken, wir haben einen Gott an unserer Seite, der schon alles überwunden hat und mit dessen Hilfe wir auch dann Dinge in dieser Welt überwinden können und dienen demütig seine Liebe, sein Licht da hineintragen können. Wie stellen Sie sich die Kirche in Zukunft vor? Also für mich hat ein Wort heute, war für mich persönlich auch leitend, was ich sicher auch mitnehme, weil mir das auch persönlich wichtig ist. Und das hat gelautet, auf die Knie, fertig, los. Wir müssen auf die Knie, das ist symbolisch natürlich nur verstanden. Das Entscheidende ist, dass ich mich erst einmal für Gott öffne. Die Zukunft der Kirche wird bestehen aus Menschen, die bereit waren, sich Gott zu öffnen und ihm zu erlauben, sie zu verändern. Das ist auch für mich das Eigentliche der Jüngerschaft. Ein Jünger ist eine Jüngerin ist jemand, der sich von Gott hat verändern lassen, in Dienst nehmen lassen, in die Nachfolge rufen lassen und dann eben aber schon eben dann auch missionarisch aktiv wird auf die Knie, fertig, los. Also der dann auch was tut. Da haben wir hier viele Beispiele auch, die heute auch da waren. Und ich glaube, die Erneuerung der Kirche steht und fällt wesentlich mit Menschen, die Gott erlauben, durch sie hindurch Dinge zu verändern, Menschen zu erneuern, die Kirche zu erneuern. Gott wird die Kirche erneuern, nicht wir Menschen aus eigener Initiative. Wir sind dabei. Es geht nicht ohne uns, aber es geht nur dann durch uns, wenn Gott die Oberhand übernimmt und wenn er von uns die Erlaubnis bekommt, es durch uns tun zu dürfen. Und nicht so sehr, ich mache was und der liebe Gott gibt den Segen dazu, sondern ich erlaube Gott durch mich, mich in Dienst zu nehmen und dann, wenn er will und was auch immer er dann mit mir will, durch mich etwas in dieser Welt zu bewegen. Jetzt war das heute der Tag zur Einheit. Wie kann man sich die Einheit in der Kirche von morgen vorstellen? Es gab mal einen Buchtitel von einem Kollegen, der hieß, warum werden wir nicht katholisch? Der Kollege ist danach bei seiner evangelischen Kirche rausgeschmissen worden und dann katholisch geworden. Genau. müssen alle katholisch werden oder wie stellt man sich die Kirche von morgen vor in der Einheit? Also zunächst einmal gehen wir
definitiv, und das ist ja auch katholisch, davon aus, dass die Einheit in Jesus Christus immer schon da ist. Ganz simpel, die Kirche ist der Leib Christi, und zur Kirche gehört auch theologisch die alle, die getauft sind. Und sogar noch jene, die sich auf die Taufe vorbereiten, mindestens auch. Das heißt, damit haben wir ja schon eine Kirche aus ganz, ganz vielen Getauften, die in Christus geeint ist. Und das ist ja auch die Grundlage jegliches ökumenischen Tuns. Und das sind ja auch die Konsequenzen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Ökumene Dekret, wo diese Dinge auch grundgelegt sind. Das sind keine modernen Ideen, sondern das sind Dinge, die inzwischen in unserer Kirche schon 60 Jahre eigentlich Standard sind. Ich meine, die Praxis war nicht immer so einfach. Am Anfang hat man auch versucht, gemeinsame Wege zu finden. Was wir die letzten Jahre eben neu geschenkt bekommen haben, ist eine Einheit, die eben durch dies eine Art geistliche, eine Jesus-Ökumene, wie man das nennt, wo wir uns da neu treffen, wo wir ganz bewusst Jesus in die Mitte nehmen. Durchs Gebet, durch den Lobpreis, durch die Evangelisierung vor allem auch. Und das betrifft jetzt auch jetzt gerade aus der charismatischen Bewegung, hat es eine neue Einheit mit freikirchlichen Gruppen, pfingstlerischen Gruppen gegeben. Das ist ja auch durchaus faszinierend. Das war ja vorher sehr spannungsgeladen, und das ist auch die letzten 50, 20 Jahre hat sich nochmal wahnsinnig viel weiterentwickelt, weil sich gerade solche freikirchlichen Gruppen auch mit Katholiken zum Beispiel bei Lebensschutzdemos gemeinsam vorgefunden haben. Und dann hat man so gegenseitig auch verstanden, naja, wenn wir schon die gleichen Werte vertreten und dafür auf die Straße gehen, können wir uns nicht gegenseitig bekriegen, oder haben wir vielleicht noch mehr gemeinsam wie nur diesen einen gemeinsamen Wert Lebensschutz. Und da sind auch viele Barrikaden, glaube ich, irgendwo gestürmt worden oder zusammengebrochen. Barrieren, die man vorher sich gegenseitig oft auch unterstellt hat. Und ich kann mich gut erinnern, für mich war das irgendwie vor meinen ersten Jahren, ich bin jetzt seit 34 Jahren fast Priester, war es kein Thema, mit einem Freikirchler ein Gespräch zu suchen. Und umgekehrt auch nicht, der hätte mit mir nichts zu tun haben wollen. Das war, ist ein echtes Geschenk der letzten Jahre. Und diese Ökumene spielt in der Zukunft, glaube ich, noch eine wesentlich dominantere Rolle. Vor allem, weil wir miteinander auf Jesus schauen und wissen, dass wir in ihm ja schon eins sind. Und dieses Einssein ist die Voraussetzung, das geht ja auch mit Johannesevangelium, wo Jesus um die Einheit betet, damit die Welt glaubt, dass eben Christus gesandt ist als der Erlöser der Welt. Wir hatten am 16. Dezember letzten Jahres den Studientag von der Abteilung Evangelisierung, an dem auch Andreas Neumann zugegen war. Was ist dir davon hängen geblieben oder was ist dir im Bewusstsein geblieben von diesem Tag, wo Kardinal Koch als Hauptsprecher da war? Also ich fand es sehr, sehr bewegend, dabei zu sein, und habe eigentlich feststellen dürfen, dass dieses Mandat der Einheit ja da ist in der Kirche, dass die Kirche sagt, sie wünscht sich dieses Miteinander der Herzen. Also da ging es ja weniger um diesen Aspekt, wie schaffen wir auf einer theologischen Ebene eine Einheitskirche, sondern es ging ja wirklich darum, okay, wie können wir in dem Miteinander, in dem gelebten Miteinander unterwegs sein, uns wahrnehmen als Schwestern und Brüder und dann eben auch das als Motor für die Evangelisation sehen. Also wenn wir gerade auf Johannes 17 zurückkommen, da wird ja dann in dem Vers 21 im Teil B das deutlich, damit die Welt sieht, ich habe den Sohn gesandt, oder damit die Welt glaubt. Also das ist ja gerade dieser Aspekt, wenn Kirche wieder in einer Stärke wahrgenommen wird als eine Sache, nicht das Spalterische, das Trennende, wir sind besser, wir sind die, sondern eben, nee, wir sehen uns in dem als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, ja, dann können wir auch sagen, ja, wir können gemeinsam dieser Welt dienen, wir können gemeinsam den Menschen mit der Liebe, dem Licht von Jesus begegnen. Welche Rolle spielen heute noch die historischen Gräben, die es gab, in Fragen der Hierarchie, in Fragen des Sakramentenverständnisses? Ist es was, was heute noch ein Thema ist, oder haben wir heute so viel größere Probleme, dass es sowieso in den Hintergrund gerät? Also ich erlebe es als völlig unproblematisch, weil wir uns gegenseitig mit großem Respekt begegnen. Also ich erlebe sehr wohl
von freikirchlicher Seite sehr stark einen Respekt gegenüber meiner Kirche und unserer Theologie auch, oder auch Liturgie vor allem auch und Traditionen. Umgekehrt kann ich dasselbe betonen, vor allem in Bezug auf das Thema Jüngerschaft zum Beispiel oder Lobpreis auch, Bedeutung von, vor allem von Jüngerschaft, was ja etwas sehr Fundamentales ist und was wir als Katholiken tatsächlich wohl über Jahrhunderte ziemlich schleifen haben lassen. Da gibt es auch Gründe dafür, warum das so war. Und ohne die Jüngerschaft, die wir bei Freikirchlern lernen können, also ganz konkret im Allgäu erlebe ich das, dass Katholiken zu evangelikalen oder freikirchlichen Jüngerschaftsschulen gehen und sagen, ah, ich bleibe zwar gerne katholisch, aber das, was die da haben, das kann ich bei uns nicht lernen, also muss ich da hingehen. Also da merkt man auch, dass das uns einen richtigen Mehrwert auch bringt. Und ich glaube, dass da noch viel mehr dahinter ist, allein schon eben, wie auch Andi Neumann das gerade schon erklärt hat, dieses Miteinander spielt die wichtige Rolle. Wir können immer Einzeldinge aufbauschen und sagen, ah, deswegen kommen wir nie zusammen. Doch, warum? Wir können ja menschlich miteinander. Ich muss ja nicht, klar ist es für mich etwas komisch, wenn ich weiß, der Freikirchler tauft als den Erwachsenen nochmal, den ich als Kind vielleicht schon getauft habe. Aber dann kann ich sagen, okay, ich weiß halt auch, es braucht eine Tauferneuerung. Dann hat er halt von mir eine Tauferneuerung gemacht und den hat er halt, er hat ihn halt getauft. Ist das wirklich so ein großes Problem? Ja, also für mich ist natürlich meine Kindertaufe gültig, aber warum soll ich was gegen diese Erwachsenentaufe haben? Also solche Dinge, denke ich, ist auch nochmal einfach eine Frage, wie man an das rangeht. Mache ich daraus ein Problem oder kann ich es einfach auch stehen lassen, wie es ist? Ich kann dann vielleicht eine witzige Geschichte zu beisteuern. Also der Vater von dem Gründer dieser freikirchlichen Jüngerschaftsschule in Füssen, der hat eben eigentlich schon noch so mich immer gefragt, ja, wie lebst du eigentlich das im Augsburger Kontext? Ja? Da ist Gebetshaus, Johannes Hartl, wie funktioniert das mit diesem katholischen Christen unterwegs zu sein? Und da sind, sage ich mal, eigentlich am Anfang schon eher noch so Überlegungen gewesen, geht das? Kann man das machen? Ja. Und jetzt kommen die jungen Leute sogar von eurer Kirche und gehen dorthin und lernen das dort. Ja. Und das finde ich halt dann schon bezeichnend. Ich war ja 2015 war ich in Rom mit einer Studienfahrt hier von Augsburg, von so einem größeren ökumenischen Gebetskreis. Und da waren wir, ich glaube, der Kardinal Koch war damals noch zuständig für immer das. Immer noch. Ja, für Einheit, genau. Ja. Und das war dann ein anderer Monsieur, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat dann gesagt, ja, in diesen theologischen Fragen bezüglich Sakramenten, Eucharistie und den ganzen Tauffragen, da werden wir vielleicht erst am Tag nach dem jüngsten Gericht eine Einheit erleben. Also das hat er so dargestellt. Aber er hat gesagt, er hatte große Hoffnung, großen Mut und das hat uns als Freikirche dann auch angesprochen, auf der Beziehungsebene, auf dem, wo man sich einfach ganz normal begegnet, miteinander Glauben teilt, miteinander irgendwelche Feste Gottes feiert und sagt, da kann man das, denke ich, auf alle Fälle schon leben. Und das ist ja das Schöne, ja, wenn es bei den jungen Leuten, bei den Malos in den Kirchengemeinden anfängt, hey, man unterscheidet nicht mehr, ja, aus welcher Kirche kommst du, welche Denomination gehörst du an. Kennst du Jesus, bist du mit Gott unterwegs, dann ist das eigentlich das Verbindende, ja. Und das, was dann auch den Mehrwert oder das Schöne miteinander bringt. Ja. Es gibt einen Buchtitel von Pfarrer Peter Hocken, Die Strategie des Heiligen Geistes. Vielleicht kennen Sie den Titel? Okay. Also der Peter Hocken ist ein britischer Pfarrer gewesen, der die verschiedenen Bewegungen von Azusa Street über noch davor die Heiligungsbewegungen im Evangelikalen in Amerika, über die Bewegungen in der katholischen Kirche und auch die Bewegungen in der orthodoxen Kirche mit den Starts, mit dem Startzentum und so, der das irgendwie zu einer Synthese gebracht hat und gesagt hat, irgendwie zumindest in diesem Buch aus den 90er Jahren, hat dann später nochmal die messianischen Juden mit dazugenommen in seiner Synthese und meint, dass das er sieht darin eine orchestrierte Aktion des Heiligen Geistes. Würden Sie das auch so sehen? Also ich kann jetzt für die Orthodoxie kann ich nicht so sprechen, da bin ich nicht so drin, aber ich würde mal sagen, das, was wir jetzt aktuell erleben, haben wir ja auch heute schon ein paar Mal thematisiert, das ist nicht zu verstehen
ohne die Einwirkung des Heiligen Geistes. Also ich habe vorher schon mal erzählt, mit dieser Beginn der charismatischen Bewegung überhaupt, im Jahr 1900 zum Beispiel, wo in Rom der Papst das neue Jahrhundert dem Heiligen Geist weiht und in Los Angeles der erste Geistausbruch unter den Pfingstlern geschieht. Die zwei hatten in dem Moment mit Sicherheit null Kontakt, außer über den Heiligen Geist. Das war immer schon der gleiche. Und ich glaube, das ist so. Mir ist es sogar persönlich nochmal gegangen, auf einer ganz anderen Ebene. Ich stehe ja hier auch immer für diese 24-7-Bewegung katholisch. Und ich durfte 1999 mit der ewigen Anbetung damals in Türkheim beginnen. Just am 19.09.99, das war damals unser Starttermin in Türkheim. Mhm. Später habe ich an der Mehrkonferenz mitbekommen, dass das auch der Starttermin der ewigen Anbetung in Kentucky war, im International House of Prayer. Mhm. Exakt dasselbe Jahr, exakt dasselbe Tag. Da denke ich mal, das kann man nicht machen. Ich wusste nichts vom International House of Prayer und die wussten nichts von mir, definitiv. Da merke ich, Gott zeigt mir, das ist eine Bewegung, die ist auf verschiedenen Ebenen. Hier wird 24-7 Lobpreisanbetung praktiziert, wir machen eucharistische Anbetung. Das ist dasselbe Jesus. Warum soll ich mich jetzt da irgendwie meinen, nur meines ist was Gutes und das andere ist nichts oder umgekehrt? Das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu sehen. Eben, das hatten wir vorher schon, die Priorität des Handelns geht vom Heiligen Geist aus. Ich bin nur Diener. Ich versuche in aller Armut zu erkennen, was Gott mit mir vorhat, vielleicht, wo ich ihm dienen kann. Ich übergebe ihm erstmal auch mein Leben und ich erlaube ihm, das ist Sinn der Anbetung, ich gehe zu Jesus und sage, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst oder zeig mir, was ich tun soll. Maria sagt in Kana bei der Hochzeit, was er euch sagt, das tut. Das, er tut, nicht ich. Und das ist so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig, nimm dich zurück. Die Erneuerung findet statt durch Menschen, die sich radikal Gott zur Verfügung stellen, dass er die Kirche erneuert. Und überall, wo Menschen meinen, sie erneuern die Kirche, machen sie die Spaltung immer nur größer oder die Probleme größer. Wo Menschen sich zurücknehmen und entdecken, dass der Heilige Geist, das ist übrigens auch eine uralte, auch eine, Paul VI. Hat das sogar im Evangelium Nuntiandi einmal den Heiligen Geist als den Protagonist der Erneuerung bezeichnet. Also er ist der Erstagierende der jeder Erneuerung, nicht wir. Das ist so wichtig, glaube ich, sogar das zu erkennen. Ja. Ich sag mal an der Stelle vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke dir.